Hochdachkombis liegen im Trend, denn die Familienvans verschwinden immer mehr, also müssen sich Familien wie ich entscheiden. Hochdachkombi oder Großraumlimousine? Ich habe mich privat für einen Hochdachkombi entschieden, den Opel Combo Live fahre ich und heute schaue ich mir mit und für euch eben den Renault Kangoo der dritten Generation an. Was kann der Renault Kangoo, was kann der Opel Combo vielleicht besser? Das wollen wir heute mal so ein bisschen vergleichen, auch wenn ich mein Combo leider hier in Köln leider nicht dabei habe. Aber ich nehme euch da jetzt mit auf die Reise, wenn ihr dran bleibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, das Video liked und vor allem eure Meinung unten in die Kommentarbox schreibt, damit wir am Ende des Videos diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Videovorstellung zum Renault Kangoo der dritten Generation. Viel Spaß! Der größte Pluspunkt des neuen Renault Kangoo ist, er hat LED-Scheinwerfer serienmäßig an Bord. Die gibt es ja bei meinem Combo weder für Geld noch für gute Worte. Was mir an der Front gefällt, ist, er hat so ein bisschen einen leichten Offroad-Charakter mit diesem silbern angedeuteten Unterfahrschutz. Das Auto wirkt dadurch ein bisschen robuster, wie ich finde. Auch der Chromkühlergrill hier nimmt die Chromspange vom Scheinwerfer wunderbar auf. Der Rhombus sehr präsent, sehr groß in der Mitte. Wir haben auch LED-Nebelscheinwerfer. Unten der Sensor für den Auffahrwarner bzw. das Notfallbremssystem. Der Wagen ist 8 cm länger als der Opel Combo mit 4,48 m, 1,84 m hoch, also genauso hoch wie mein Combo. Breit, da muss man sagen, die Außenspiegel sind sehr groß. Beim Combo sind die ja so ein bisschen hochbauend. Hier sind sie breit, also aus dem Hintergrund ist der Kangoo der dritten Generation 2,16 m breit und damit auch deutlich breiter als der Combo. Sehr schön auch wieder große Glasflächen. Auffallend auch, dass das Dreiecksfenster hier vorne durchaus hier vorne sich befindet und nicht weiter vorne. Beim Combo ist das dann ein bisschen anders von der Positionierung. Ob dann die A-Säule jetzt hier im Kangoo beim Fahren stört, das werden wir dann natürlich gleich prüfen. Wie wir auch sehen, das ist eine Kurzversion. Es wird auch noch eine Langversion geben mit 4,95 m. Da sind sie sich dann alle einig. Da wird dann hier hinten etwas verlängert. Das sieht man dann auch optisch sehr schnell. Am Heck auch wieder Chromzierrad und silberne Plastikelemente, die wieder diesen Offroad-Charakter auch wieder ein bisschen aufnehmen, wie ich finde. Zudem gibt es die Rücklichter mit so leichten LED-Einheiten. Natürlich die Glühlampen haben wir dann immer noch für Rückfahrscheinwerfer oder Blinker bzw. die Nebelschlussleuchte. Aber jetzt würde ich sagen, wir werfen einen Blick hinter die steil abfallende Heckklappe, wie viel Platz sich im neuen Kangoo befindet. Heckklappe vom Kangoo öffnet wie bei Hochdachkombis üblich mit einem durchaus weiten Verstellbereich oder Bereich, sage ich jetzt mal. Man braucht schon ein bisschen mehr Platz eben am Heck des Fahrzeugs, sonst kratzt man irgendwo gegen oder kommt nicht rein. Gut, Auto steht jetzt ein bisschen höher als ich, aber mit 1,78 komme ich hier unter jede größere Heckklappe von so einem Hochdachkombi. Sehr praktisch und sehr cool finde ich die deutlich niedrigere Ladekante hier beim Kangoo als etwa beim Combo. Beim Combo ist sie gefühlt so 10 cm, hätte ich jetzt mal gesagt, höher. Das merkt man wirklich, das ist noch unterhalb meines Knies hier. Sehr gut, praktisch, wirklich zum Einladen. Bei dem Stauraumvolumen, da sieht es so aus, 519 Liter befinden sich dann hier unterhalb dieser Hutablage und 719 Liter sind es dann, wenn wir Dach hochbauen. Das ist schon mal ganz praktisch.
Wenn wir denn dann umlegen, wie wir hier sehen, die Bank ist im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbar. Ich lege euch mal einen Teil um. Dann sehen wir nämlich jetzt schon das nächste Problem. Nicht nur, dass die Kopfstützen öfter im Weg sind oder irgendwelche Sachen, die dann im Polster liegen, sondern dass es auch leicht ansteigend ist. Das ist beispielsweise beim Combo deutlich besser gelöst. Da ist es fast plan. Also hier so eine leicht ansteigende Fläche vom Platz. Da braucht man nicht reden. Mehr als genügend auch hier drinnen. Ob der eine jetzt ein paar Liter mehr Standardvolumen hat oder Maximalvolumen, das wird man jetzt hier kaum ausmessen. 1,88 Meter habt ihr maximale Ladelänge bis zur Vordersitze. Wenn ihr dann den Beifahrersitz oder die Beifahrersitzlehne umlegt, könnt ihr sogar eine maximale Ladelänge von 2,70 Meter realisieren. Und es sollen wohl dann rund 3500 Liter im totalen Maximum sein, was ihr einladen könnt, wenn ihr das nutzt. Ich würde mal sagen, hier hinten ist alles schick. Wir machen die Klappe zu und ich kletter auf die Rückbank. So, dann kommt doch mal rein in die gute Stube hier. Die Tür öffnet übrigens angenehm weit, einen Tick weiter als bei meinem Combo. So schon mal der erste Eindruck. Einstieg ist natürlich wunderbar, aber kommt mal hier hinein. Wenn wir jetzt nämlich hier hinten Platz nehmen, im Gegensatz beispielsweise zum Combo, gibt es hier keine Einzelsitze, sondern nur einzeln abgetrennte Sitzbereiche. Wir haben einen Einzelsitz hier in der Außenposition und eben die Doppelbank hier auf der linken Seite. Kopffreiheit wie in jedem Hochdachkombi mehr als ausreichend, da gibt es keine Probleme. Einen guten Haltegriff gibt es hier. Hier gibt es auch, und das finde ich sehr positiv, Aufnahmepunkte für ein Trennnetz direkt hinter den ersten Reihen sitzen. Und dann schauen wir nochmal die Kopfstütze. Die ist ein bisschen Schwergänge raus, aber hat genügend Verstellbereich für meine Größe von 1,78. Und den Vordersitz habe ich natürlich auf mein imaginäres Ich eingestellt. Da sieht es dann so aus, Kniefreiheit ist vorhanden, 2 Fingerbreit ungefähr. Ich fühle mich wie auch im Combo im Fond jetzt nicht sonderlich wohl wegen meinem nicht breiten oder Vorderbau, sondern tatsächlich dem breiten Rücken. Da stoße ich dann wirklich hier unangenehm an so einer Kunststoffausbuchtung in der Tür an. Das ist ein bisschen unschön gemacht. Einziger Vorteil ist, wenn man schon da ist, kann man zumindest den Gurt hier einhaken, so dass er dann beim Umklappen der Rücksitzbank nicht im Weg ist. Was Ablagefächer angeht, so haben wir hier die Möglichkeit, in den vorderen Sitztaschen quasi ein bisschen was unterzubringen. Ich glaube, es gibt sogar gegen Aufpreis kleine Klapptischchen, was ich gesehen habe. Vorteil, wir haben hier Luftausströmer im Fond. 2 USB-Anschlüsse und eine 12-Volt-Buchse. Auch hier wieder ein guter Vorteil gegenüber dem Combo, der das leider so nicht bietet. Und hier so eine Art Relikt an einen Aschenbecher von früher. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon im Fond, bis auf natürlich ganz essentiell das Thema Kindersicherheit. Und da sieht es so aus, Isofix nur an den Außenpositionen. Es gibt leider keinen dritten Isofix hier in der Mitte. Den hat Renault einfach auf den Beifahrersitz montiert, somit dass weiterhin 3 Isofix-Positionen vorhanden sind. Ich hätte mir aber gewünscht, dass es hier einfach 3 Isofix gibt und zusätzlich eben auf dem Beifahrersitz, was mir beispielsweise beim Combo auch fehlt. Und jetzt geht es in die Reihe 1 hinter das Lenkrad. Die Vordertüren öffnen im 90-Grad-Winkel, das ist äußerst praktisch, braucht natürlich aber auch ein wenig mehr Platz, wenn man denn den Komfort wirklich nutzen möchte. Komfortabel, muss ich aber auch sagen, sitze ich hier vorne auf den Sitzen und das ist ja ein echt großes Problem beim Combo oder bei diesen Stellantis-Fahrzeugen, dass das Sitzkissen leicht nach vorne abfällt. Hier habe ich ein gerades Sitzkissen, was auch wirklich genügend Schenkelauflage bietet und auch eine gute Seitenführung. Hier muss ich sagen, das ist so ein Hauptkritikpunkt, den ich bei den Stellantis
Drillingen plus dem Toyota habe, dass da einfach der Sitz ein bisschen mehr kutschbockartig daherkommt und nicht so PKW-mäßig wie jetzt hier beim neuen Kangoo. Dass das Lenkrad hier in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar ist und der Sitz auch in der Höhe wunderbar einstellbar, das brauche ich jetzt nicht erwähnen. Es gibt zudem auch noch eine manuell ausklappbare Lordosenstütze und somit halten wir uns gar nicht mit den Sitzen viel länger auf. Gehen wir gleich hier in die Innenraumgestaltung. Also das Gepiepe ist so ein bisschen französisch. In dem Fall war es jetzt erst die Parkhilfe. Jetzt ist die Batterie in den Sicherheitsmodus gegangen. Also wir geben ihm wieder die Zündung. Die Innenraumgestaltung, ja, doch PKW-ähnlich und in meinen Augen durchaus etwas angenehmer als beim Kombo, der deutlich rustikaler wirkt. Was mir sehr gut hier drinnen gefällt, nicht das Gepiepse, das müssen wir jetzt leider so ein bisschen mit ertragen. Nein, das ist tatsächlich, die Ablagemöglichkeiten sind hier ein bisschen besser gewählt, denn das Ablagefach, was wir hier haben, beinhaltet zwei USB-Anschlüsse plus eine 12-Volt-Buchse. USB-Anschlüsse sind eben auch beim Kombo leider Fehlanzeige, da gibt es eben nur eine und das ist sehr praktisch. Zudem ist dieser Halter hier ummontierbar, den gibt es für rechts und links für 40 Euro Aufpreis. Den solltet ihr euch gönnen, da könnt ihr das Smartphone wunderbar dann nämlich reinstecken. Dahinter noch eine Ablagefläche, die ebenfalls auch gummiert ist. Genau, gummiert ist nämlich beispielsweise auch beim Kombo nicht sonderlich viel. Ebenso die kleine Ablage hier, wo das Smartphone reinkommt, da ist so eine Gummimatte drinnen. Hier finde ich sehr cool, genau passt genau, kann man reinlegen, kann man rausnehmen, säubern. Eigentlich genauso, wie man sich's wünscht, wenn man ehrlich ist. Schauen wir dann aufs Kombi-Instrument. Auch hier kein voll digitales Kombi-Instrument, sondern ein analoge Runduhren, die wir hier haben. Drehzahlmesser links, Geschwindigkeit rechts. In der Mitte dann das Bordcomputer-Menü, welches über das Multifunktionslenkrad bedient wird. Wir haben auf der linken Seite die Bedienung des Tempomaten und des Limiters und rechts dann die Telefonbedienung und den Bordcomputer. Hinter dem Lenkrad dann, wie bei französischen PKWs der Marke Renault klassisch, haben wir hier den Bediensatellit für die Audioanlage. Dann in der Mittelkonsole eine schöne Leiste, wo wir dann auch unter anderem Sitzheizung einstellen können, die Start-Stop-Funktion deaktivieren oder das Eco einschalten. Ganz wichtig, die zwei Taster für Warnblinkanlage und das Entriegeln der Zentralverriegelung von innen. Die könnten zwar ein bisschen größer sein oder präsenter, dass man da direkt drauf kommt. Dann Startknopf hier und das Klimabedienteil kennen wir so auch, unter anderem vom Dacia Duster. Da kennen wir dann auch den Schaltknauf für das 6-Gang-Schaltgetriebe, das jetzt hier bei unserem 130 PS Benziner verbaut ist. Liegt gut in der Hand, da kommt man wunderbar hin. Da gehört der Schalthebel auch hin für den Fahrer, perfekt positioniert. Es gibt dann später noch ein optionales Doppelkupplungsgetriebe, hat dann aber auch einen Stick wie hier. In der unteren Etage oder respektive im Parterre findet sich dann eine induktive Ladeschale für das Smartphone und auch unsere Schlüsselkarte findet hier einen guten Platz und fliegt nicht rumher, weil eben gummiert. Eine manuelle Handbremse, zwei Cupholder und dann gibt es eine Armauflage, die hier fest ist. Da gibt es keine ausklappbare Armauflage, wie wir sie beispielsweise eben auch bei den Stellantis-Fahrzeugen kennen. Ablagemöglichkeiten gibt es auch hier an der Dachkonsole. Ganz große Dachkonsole, so wie wir sie auch bei Opel kennen, sage ich jetzt einfach mal. Ein großer Nachteil in meinen Augen, hier ist die Freisprecheinrichtung drinnen und da oben drauf sind dann auch die Module. Das heißt, wenn man da irgendwas draufschmeißt, ich weiß nicht, wie robust es da oben ist, wenn da schwerere Gegenstände mal drinnen landen sollten. Könnte zu einem kleinen Problem vielleicht führen. Zudem gibt es hier auch noch einen Familienspiegel. Den finde ich sehr cool. Der ist praktisch. Und jetzt würde ich sagen, ab auf die Straße und wir schauen, wie praktisch der Wagen auf der Straße agiert. Musik.
Für die erste Ausfahrt steht uns das kräftigste Aggregat zur Verfügung hier im Renault Kangoo, nämlich der 1,33 Liter große Vierzylinder-Turbo-Benziner. Er leistet 130 PS und sorgt dafür, dass der Kangoo maximal 183 Stundenkilometer schnell ist und entwickelt ein bekanntes Drehmoment von 220 Newtonmeter. Das direkte Pendant fahre ich persönlich privat. Das ist bei den Stellantis-Fahrzeugen, also in dem Fall in meinem Opel Combo Life, ein 1,2 Liter Dreizylinder mit 130 PS. Den gibt es aber nur mit einer 8-Gang-Wandlerautomatik. Hier beim Kangoo ist es so, der kommt erst einmal mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe, was sich leichtgängig schaltet, zwar lange Schaltwege hat, aber passend übersetzt ist. Und später wird es ihn dann mit einem 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe geben. Das soll dann Anfang nächsten Jahres der Fall sein. Die weiteren Aggregate, ein ebenfalls 1,33 Liter großer TCE 100 Benziner oder ein 1,5 Liter Turbodiesel mit 95 PS. Da wird die Antriebspalette bei den Dieseln dann auch nochmal um einen 75 PS Motor nach unten hin und mit einem 115 PS Diesel nach oben hin erweitert. Das Fahrwerk ist angenehm weich hier beim Kangoo. Das fällt mir auf. Auch die Windgeräusche finde ich etwas besser gedämmt als im Opel, wobei ich aber jetzt nicht zu viele Vergleiche ziehen möchte. Ich denke, das sollte man dann vielleicht in einem Vergleichstest einmal genauer erörtern. Positiv, der Monitor, der hier ist, der ist ebenfalls 8 Zoll groß wie bei den Stellantis-Fahrzeugen. Das EasyLink genannte System kennen wir auch. Wir haben dann in der Mitte, wenn wir dann auf Home gehen, das ist ein bisschen mattiert, die Oberfläche, auch wir sind schon auf Home, dann können wir auch hier entsprechend mit Kacheln arbeiten. Das ist hier die Einsicht. Apple CarPlay oder Android Auto via Kabel sind hier verfügbar, wenn man denn das Smartphone noch koppeln möchte. Bei den Assistenzsystemen bietet Renault ebenfalls einen Abstandsregeltempomaten zum späteren Zeitpunkt mit Stop-and-Go-Funktion in Verbindung mit dem Doppelkupplungsgetriebe an. Ansonsten haben wir immer noch einen Querverkehrswarner, Notfallbremsassistent, tote Winkelüberwachung und aktive Spurführung. Also auch hier gibt es jetzt keine wesentlichen Verbesserungen oder Veränderungen gegenüber dem Wettbewerb. Der erste Eindruck mit dem Renault Kangoo ist sehr, sehr positiv. Vor allem, wenn man denn, wie ich, eines der Konkurrenzfahrzeuge durchaus gut kennt oder privat sogar fährt. Preislich sieht es so aus. Ab 23.800 Euro steht der neue Kangoo in der Liste. Dann als Edition One. Die günstigeren Einstiegsvarianten oder Ausstattungsvarianten kommen dann zum späteren Zeitpunkt. Der Intense, so wie er hier steht, der kostet dann etwas mehr, hat aber dann auch eben unter anderem Navigationspaket oder aber eine Rückfahrkamera dann mit drinnen. Der Aufpreis für den 130 PS Benziner zum 110 PS Benziner, der liegt bei genau 1.100 Euro. Ich würde aber euch empfehlen, nehmt den 130 PS, der ist wirklich gut motorisiert, der Motor ist elastisch, macht Spaß. Beim Verbrauch, da können wir im Moment noch nicht viel sagen, da müssen wir mal abwarten, dass wir wirklich einen Vergleich fahren können zu dem Dreizylinder. Ich persönlich bin sehr beeindruckt vom Kangoo, wie er sich fährt. Er wirkt sehr erwachsen, sehr Pkw-ähnlich, vielleicht sogar schon Pkw-ähnlicher als eventuell die Stellantis-Fahrzeuge. Und damit schließe ich meinen Fahreindruck und jetzt seid ihr dran. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und das ganze Video zu liken. Und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst hier wieder auf dem Kanal bei UbiTestet sehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss und Servus.